Guten Abend, herzlich willkommen zu einem weiteren Online-Event der Java User Group Switzerland. Mein Name ist Thomas, ich bin von der JUK.ch und ich führe euch durch unser heutiges Event. Mit dem Titel Coffee to go mit einem Schäumchen aus der Cloud, cloudbasierte Funktionserweiterung von Kaffeemaschinen mit Kafka und Kubernetes. Also ich finde, das hat schon fast was Poetisches und ist zudem gespickt mit spannenden Keywords. Das habt ihr ziemlich gut gemacht. Guten Abend, Jonas und Patrick. Guten Abend. Bevor die zwei mit ihrem Talk loslassen, habe ich kurz einige wenige administrative Punkte. Die Plattform, die wir hier nutzen, die erlaubt euch interaktiv mitzumachen. Das ist zum einen der Chatbereich. Also da könnt ihr eure Befindlichkeit zum Ausdruck bringen, wie es euch geht, von wo ihr uns zuschaut. Falls ihr Probleme habt mit dem Ton oder dem Video, da versuchen wir euch zu helfen. Also das ist euer Chatbereich. Wenn ihr inhaltliche Fragen habt an die beiden Speaker, dann macht das bitte nicht im Chat, sondern wechselt in das gleich daneben liegende Tab für Fragen. Da könnt ihr eure Fragen während dem Vortrag schon vorerfassen. Wenn es eine so ähnliche Frage schon gibt, dann könnt ihr die auch einfach upvoten. Wir werden dann am Schluss von oben nach unten die am populärsten Fragen von oben nach unten beantworten. Im Anschluss habt ihr die Möglichkeit, einfach dabei zu bleiben. Dann werdet ihr automatisch gewechselt ins WonderMe. Da könnt ihr dann auch eure Kamera und euer Mikrofon einschalten, wenn ihr Lust habt, und interaktiv mit uns und den beiden Speakern euch noch austauschen. So, und jetzt sind wir bei den beiden Speakern, die heute sind. Patrick Wachsmuth von der Scherer AG. Ich behaupte mal, fast alle, die jetzt dabei sind, haben schon mal einen Kaffee von dieser, also eine Maschine von dieser Firma genossen, wo er als Softwareentwickler tätig ist. Und dann haben wir auch mit dabei heute den Jonas Alder von der Zülke Engineering, der bei diesem System auch mitgewirkt hat und bei der Applikationsentwicklung und Datenbanken und System Engineering in diesem Bereich tätig ist. Ich denke, ihr werdet dann wahrscheinlich eure Form der Zusammenarbeit auch noch selber erläutern, Jonas und Patrick. Und das war schon das, was ich sagen wollte. Und jetzt übergebe ich gerne an euch für euren Vortrag. Der Stream ist euch. Merci, Patrick und Jonas. Besten Dank, Thomas, für deine einführenden Worte und ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite zu unserem Vortrag. Ich denke, wir legen gleich los, damit es euch nicht so langweilig wird. Vielleicht noch schnell ein paar Worte zu mir. Mein Name ist Patrick Wachsmuth, wie Thomas schon erläutert hat. Ich bin Senior Software Entwickler bei der Scherer AG und da auch tätig seit 2016 und habe eigentlich am Legacy-System gearbeitet und schon bereits mit Zülke, da kommen wir nachher noch dazu, und in der Zwischenzeit auch Architekt mit Zülke Engineering zusammen, und dann würde ich gleich an Jonas rübergeben. Danke, Patrick. Genau, mein Name ist Jonas Alder, wie ihr das schon ein paar Mal gehört habt jetzt. Seit rund 4 Jahren bei Zülke zu Hause früher, unter anderem auch bei SIX. Genau, meine Rolle innerhalb von Zülke als DevOps-Engineer, ich glaube, dass wenn Teams möglichst viele Software-Zykluses unter sich haben, bessere Produkte entstehen. Genau, das ist auch ein gutes Beispiel für ein Projekt hier, wie wir später noch sehen werden. Neben Software und Arbeit interessiere mich gerne das All, Space, Raketen oder auch Skifahren und Motorradfahren. Genau, dann zurück zu dir, Patrick. Ja, können wir noch kurz. Frage auch noch. Ah, genau, müssen wir die zuerst machen. Genau.
Genau, und zwar hätten wir eine kleine kurze Umfrage vorbereitet für euch, um diesen Puls zu fühlen. Und zwar geht es darum, wie gut ihr Kafka kennt. Ich habe die soeben freigeschaltet. Da könnt ihr mal voten, wie ihr euch in dem Thema schon auskennt, während wir hier euch zeigen, was alles Thema sein wird heute. Sehr gut, danke Jonas. Kurz zu der Agenda. Wir werden euch kurz vorstellen, was unsere Firmen Scherer und Zülke machen, von wo wir kommen, dass wir heute diesen Vortrag halten für euch. Dann, wieso wir eine Microservice-Architektur mit Spring und Kafka gewählt haben, werde ich euch noch etwas dazu erzählen. Dann wird dann Jonas übernehmen und euch ein QR-Code-basiertes Payment vorstellen, wie wir das für unsere Kaffeemaschinen implementiert haben. Dann wird Jonas ebenfalls noch eine Integrationstesting-Journey zeigen mit Test-Containers. Und dann komme ich nochmal zum Zug und werde euch noch ein paar Worte dazu geben, wieso und warum wir alles in Kubernetes laufen gelassen haben. Beginnen wir kurz einen Rückblick oder Ausblick für unsere Firma, für meine Firma, die Scherer AG. Unser Hauptquartier ist in Zuchwil in der Schweiz und wir haben noch einzelne Standorte in Deutschland, Belgien und den USA. Wir sind aufgekauft worden in den letzten paar Jahren durch die WMF von Deutschland und anschließend dann noch von der Group Sepp aus Frankreich. Also wir haben da noch ein paar Mutter- und Großmutterfirmen obendrauf. Weltweit haben wir ungefähr 450 Angestellte, hauptsächlich natürlich in der Schweiz. Aber wir haben auch, wie ihr seht auf der Map oder auf der Weltkarte rechts, haben wir sehr viele Partner auf der ganzen Welt oder fast der ganzen Welt und sind da natürlich stetig, hoffentlich am Ausbauen, wo wir unsere Kaffeemaschinen verkaufen können. Weltweit haben wir zurzeit ungefähr 65.000 Maschinen im Einsatz. Also es sind nur 65.000 Maschinen, die auch wirklich Daten in die Cloud senden. Es sind natürlich noch viele mehr, die aber dann keine Telemetriedaten senden. Ja, wieso wir heute hier sind, sind diese zwei nächsten Punkte. Und zwar verarbeiten wir momentan etwa 3 Millionen Kaffees pro Tag. Und dazu kommen auch noch etwa 3 Millionen Maschinen-Events pro Tag. Das heißt zum Beispiel, wenn die Milch leer wird oder der Satzbehälter voll, solche Events kriegen wir dann für ein Predictive Maintenance, dass wir unseren Kunden sagen können, wann sie ihre Maschine mal wieder warten sollten. Gut. Ja, dann würde ich das Wort an Jonas für Zülke übergeben. Genau, Zülke, auch sehr international aufgestellt, gibt es mittlerweile etwas über 50 Jahre. Wir sind Dienstleister und arbeiten mit Kunden zusammen, um ihre Produkte zu entwickeln. Da steht auch so eine hübsche Zahl, schon über 10.000 Software- und aber auch Hardware-Projekte haben wir umgesetzt. Wir sind auch sehr stark gewachsen die letzten Jahre, sind mittlerweile 1.300 Frau und Mann stark international aufgestellt. Die neuesten beiden Locations, die gerade dieses Jahr dazu kamen, das sieht man links auf der Karte, ist Ho Chi Minh City in Vietnam sowie Porto in Portugal. Genau, ansonsten viel zu Hause, vor allem Europa, also Schweiz, Deutschland, Österreich und England, aber auch seit ein paar Jahren in Asien beheimatet. Genau, dann würden wir direkt weitergehen. Gut, vielen Dank Jonas. Ja, was machen wir oder weshalb sind wir heute hier? Ich mache einen kurzen Rückblick und zwar möchte ich euch noch kurz zeigen, wo wir gestartet sind. Und zwar im 2016 hat die ganze Reise begonnen.
bereits mit Zülke an Bord. Eigentlich waren sie nur angestellt, für ein Code-Review zu machen, aber dabei blieb es zum Glück nicht. Und ja, wir haben dann zusammen dieses Coffee Link 3, es ist, also heute ist es ein Legacy-System, haben wir zusammen gebaut, eigentlich für die Verarbeitung von Telemetriedaten von der Kaffeemaschine. Das Ganze war noch eine monolithische Applikation mit einer Datenbank hinten dran und einem Angular UI. Ihr seht das rechts da. Gab da ein bisschen die Möglichkeiten, Statistiken zu erfassen, eben diese Events, die ich vorhin erwähnt habe, zu visualisieren und natürlich auch Remote-Kommandos an die Kaffeemaschine zu senden. Kommen wir nachher noch dazu. Und ja, es ist klein gestartet, glaube ich. Damals waren es keine 10.000 Maschinen, die da drauf gelaufen sind. Und ja, wenn wir jetzt sehen, sind wir Faktor 6 oder 7 bereits unterwegs. Und ja, das hat dann eben zu Problemen geführt. Hauptsächlich war das Ganze Datenbank geschuldet. Also wir hatten da eine hohe Kopplung zwischen Entitäten, die wir leider nicht auflösen konnten. Wir haben das versucht durch Entkoppeln vom Processing, vom Lesen und vom Schreiben. Das hat zwar Performance gebracht oder besser gesagt mehr Luft gebracht, damit wir das System von heute bauen konnten und nicht, dass uns dieses System bereits um die Ohren geflogen wäre. Ja, wie gesagt, die Datenbank war ein bisschen da schuld und auch die Nachrichten, die da versendet wurden, haben es nicht unbedingt besser gemacht. Da waren auch sehr viele Abhängigkeiten untereinander. Und ja, da gab es sehr viele Logs auf der Datenbank. Und ja, deshalb mussten wir uns da etwas Neues überlegen. Und dazu kam eigentlich noch, dass es den untersten Punkt gibt, diese Digital Plattform. Das war ein neues UI. Also unabhängig von unserem, und das hat eigentlich dasselbe gemacht wie wir. Und ja, wir wollten da natürlich Ressourcen wieder zusammenlegen, nicht dass da unsere Mutterfirma und wir etwas anderes tun für die gleichen Daten. Aus diesem Coffee Link 3 gab es dann ein paar Hirngespinste. Wir haben da 2019 haben wir gestartet und wir haben zusammen wiederum mit Zülke haben wir eine Plattform gebaut, eigentlich, dass wir höhere Performance hinkriegen, damit wir flexibler sind und auch schnell wieder am Markt sind mit Features, die wir implementieren für Kunden. Und ja, deshalb sind wir auch heute hier, um euch das zu zeigen. Vielleicht noch als Randbemerkung, das Ganze wird entwickelt und gewartet und am Leben gehalten von 3 bis 4 DevOps-Engineers. Also wir sind ein sehr kleines Team, die da die ganze Last bewältigen. Nicht, dass ihr denkt, wir sind da 2000 Entwickler oder so. Gut, dann möchte ich kurz euch noch die Architektur, wie sie momentan umgesetzt ist, euch hier demonstrieren. Ich kann da kurz eine Durchführung machen. Auf der linken Seite, da in diesem roten Bereich, da sind eigentlich unsere Kaffeemaschinen. Die Kaffeemaschinen besitzen eigentlich alle ein Modem. Also dieses Modem kann dann entweder über Mobilfunk, über WLAN oder LAN kann es connecten in diese Communication Layer Applikationen hier. Das macht eigentlich ein, ja, sage ich jetzt mal, ein Websocket auf mit Verschlüsselung, damit wir hier eine Point-to-Point Verbindung herstellen können. Und dann aus diesem Gateway hier werden dann die Nachrichten, die hier gesendet werden, dann in unsere Kafka Topics hier in diesem Ingestion Layer, in diesem grünen Bereich abgespeichert auf den Topics. Da kommen wir dann nachher noch dazu. In diesen roten Topics, da ist alles noch im Google Protocol Buffer Nachrichtentyp, also Google Protocol Buffer ist optimiert für Datengröße, also das ist sehr klein und ist eigentlich im Binary-Format, also das kann nicht einfach so gelesen werden. Und da
lesen wir dann alle Nachrichten raus. Die gehen da in diesen Translator hinein. Da werden noch einige Daten hinzugefügt, damit das Ganze ja ein bisschen lesbarer wird an den Endkunden. Und von da, von diesem Translator aus, geht es in diese grünen Topics. Da ist dann Apache Afro-Format, das ist, ja, sage mal, JSON-basiertes Binary-Format. Das ist eigentlich alles schon menschenlesbar, das wird wieder in Topics gespeichert. Und momentan gibt es in diesem letzten Layer hier, in dem Business Layer, gibt es leider wieder oder noch diese Offload-Datenbank. Da kommen wir nachher noch dazu. Wir haben schon gehört, Datenbanken sind nicht so gut für die Performance, aber da sind wir schon am Arbeiten. Diese Offload-Database ist eigentlich noch ein bisschen historisch geschuldet, eben dass diese Digital-Plattformen noch die Daten erhalten wie vorher. Und dass wir eigentlich auch eine Deduplizierung der Nachrichten vornehmen können, da es durch Kafka geschuldet eigentlich immer Duplikate geben kann. Der rechte Part hier, das ist dann out of scope von unserem Telemetriearchitektur. Da wäre dann zum Beispiel diese Digital Plattform angesiedelt. Was wir weiter haben, ist diese bidirektionale API hier. Darüber können wir Kommandos an die Kaffeemaschine senden. Also es würde dann hier einen REST-Call geben auf diese API und dann gibt es eine Nachricht eigentlich zurück über die ganze Strecke wieder in diesen roten Bereich der Kaffeemaschine, wo dann das Kommando ausgeführt wird. Ein weiterer Service ist dann der Payment Service, da kommt dann Jonas später noch dazu. Und vielleicht auch ein bisschen out of scope von uns ist der untere Bereich hier. Der wird verwendet, um größere Dateien herunterzuladen. Also zum Beispiel, wenn wir ein Software-Update machen wollen von der Kaffeemaschine, dann senden wir eigentlich nur das Kommando, mach ein Software-Update, und die Kaffeemaschine lädt sich dann das Software-Update von diesem Artifactory hier herunter. Somit müssen wir nicht das ganze Software-Update durch unsere Strecke hindurch peitschen. Genau. Ja, Jonas, möchtest du kurz die Umfrage durchgehen? Ja, das können wir gerne, genau. Als nächstes gehen wir dann der Kafka-Teil und es ist sehr interessant von den Antworten. Und zwar haben wir 17% der Teilnehmer, die tun es uns gleich, die haben ebenfalls Kafka in Produktion. Ist doch ein eher hoher Wert, würde ich sagen, das finde ich gut. Etwa 35% haben auch schon mit Kafka experimentiert, damit etwas gebaut. Knapp die Hälfte hat schon mal davon gehört und nur 3% kennen Kafka nicht. Das heißt, für die meisten ist es ein Begriff, aber ich denke, sicher gut, hier einen Refresher zu kriegen, was Kafka ausmacht und was es genau ist. Sehr gut, danke für eure... Ja, genau, nur ich wollte noch sagen, wir werden dann währenddem direkt dann noch die nächste Umfrage starten, ein bisschen später. Und zwar eine sehr ähnliche Umfrage zum Thema Kubernetes. Ihr werdet eine Weile offen bleiben, einfach könnt ihr bei Gelegenheit beantworten. Besten Dank für die Teilnahme an den Umfragen. Dann können wir, denke ich, diese Folie relativ, oder die nächsten zwei Folien relativ schnell durchgehen. Ja, wir haben uns damals die Frage gestellt, was macht Kafka überhaupt besser als eine normale Message Queue oder ein Topic darüber. In CoffeeLink 3 haben wir zum Beispiel eine Message Queue gehabt. Und was macht es jetzt überhaupt besser? Wenn wir eine Queue anschauen, was passiert? Der Sender, der kann einfach seine Nachrichten in diese Queue schieben oder schreiben und die Consumer können dann jeweils eine Nachricht abnehmen, aber das können sie halt nicht parallel sozusagen, also jeder kann nur zum Beispiel die rote nehmen und der andere nimmt dann diese orange hier. Also das bedeutet, dass nicht alles beide Consumer abarbeiten können. Das macht jetzt
zum Beispiel ein Topic dann ein bisschen besser. Also Sender schickt wieder seine Nachrichten auf dieses Topic und dann können eigentlich alle Konsumenten können alle Nachrichten davon lesen. Bedeutet aber dann, wenn zum Beispiel der obere Consumer etwas anderes machen soll als der untere, dann kriegt er halt einen Haufen Mist mit, die ihn vielleicht gar nicht interessieren. Also sagen wir zum Beispiel, dieser obere Consumer würde Kaffees, die wir beziehen, verarbeiten und der untere Consumer würde Events, zum Beispiel eben die Milch ist leer, verarbeiten, dann kämen beide zu viele Nachrichten gesendet über, die ihn gar nicht interessieren. Man müsste eigentlich alles werfen und hat so viel, eigentlich zu viel Last. Das Ganze macht eigentlich Kafka besser, sage ich jetzt mal. Also der Producer sendet wieder seine Nachrichten auf ein Kafka-Topic und dann können eigentlich die Nachrichten schön verteilt werden und man kann sich auch dann auf so ein Topic wieder subscriben. Das ist eigentlich dasselbe Pattern. Aber was wir jetzt tun können, wir können hier mit Consumer-Gruppen arbeiten. Consumer-Gruppen kann man sich vorstellen als ja, eben eine Gruppe, da kann es ein Konsument haben oder dann mehrere. Es können hinzukommen und wegfallen und die Arbeit wird dann zwischen diesen Konsumenten verteilt. Also wenn zum Beispiel Konsument 1 bezieht, dann wird Konsument 2 etwas anderes oder weitere Nachrichten beziehen. Genau. Und was ist dann Kafka überhaupt? Es ist ein Distributed Lock, also wir haben ein verteiltes System, also die Daten sind dann auf mehreren Kafka Brokern verteilt. Das bedeutet für uns, dass wir eigentlich mehr Replikation haben, also wenn einer wegfällt, dann haben zum Beispiel, wenn wir 3 hätten, dann wären die Daten immer noch repliziert auf 2 anderen, die dann die Arbeit vom ersten übernehmen können. Durch dieses System sind wir natürlich hoch verfügbar und da es eigentlich ein einfaches Lock ist sozusagen, haben wir auch einen sehr hohen Durchsatz. Also ich weiß nicht, Jonas, wie viel machen wir heute ungefähr? So 150 Nachrichten pro Sekunde oder so? Ja, ohne Problem. Also das ist heute Produktion, Load-Test ist einiges höher. Ja. Okay, einiges höher sogar. Also wir sind da noch lange nicht am Anschlag. Wir hatten mal ein Gespräch mit Confluent, die da Kafka auch anbieten und die sind gegründet von LinkedIn und die haben, glaube ich, 15 Millionen Nachrichten verarbeitet pro Tag. Also da haben wir definitiv noch Luft nach oben und eigentlich der Vorteil ist eben dadurch, wir können einfach einen Broker mehr hinstellen und haben automatisch mehr Performance. Was auch sehr wichtig war für uns, wir können das ganze Processing wiederholen. Also wir können sagen, wenn wir einen Ausfall haben, wir lesen einfach nochmal von Beginn und verarbeiten alles noch einmal. Das bedeutet zwar, wir haben ein Duplikat oder ein mögliches Duplikat, aber das kann man dann später in einer Offload-Datenbank zum Beispiel, kann man das herausfinden, dass wir das bereits verarbeitet haben und werfen dann diese Nachricht einfach. Weiter verwenden wir dieses Streaming, also wir können sagen, wir lesen stetig von einem Kafka-Topic. Wir haben das vorhin gesehen bei der Architektur. Können wir vielleicht nochmal schnell zurückgehen. In der Architektur haben wir hier im Ingestion Layer diese Translator hier, das ist eine Streaming-Applikation. Also die liest ständig von diesen roten Topics und befüllt dann hinten raus diese grünen Topics. Und ja, das ist eigentlich sehr einfach zu programmieren dann mit diesen Streams, damit wir das realisieren konnten. Und was wir auch noch verwenden, ist die Compaction.
Das verwenden wir hauptsächlich für Daten, die es eigentlich nur einmal geben muss. Also ein Beispiel wäre zum Beispiel, also jetzt nicht bei uns, aber ein Status einer Kaffeemaschine zum Beispiel, die kann ja nur eingeschaltet sein oder ausgeschaltet und der Rest interessiert eigentlich nicht. Für das verwenden wir Compaction. Dann gibt es eigentlich in einem Kafka-Topic jeweils nur einen Rekord, der aktuell ist. Ja, zu einem Key, so. Aber da kommen wir gleich noch dazu. Ah, genau, zu einem Key. Danke, Jonas. Genau. Ja, dann kommen wir gleich zu deinem Input, Jonas. Wie verwenden wir die ganze Kafka-Geschichte bei uns? Vielleicht ein kurzer Ausschweifer. Ein Kafka-Record oder ein Afro-Record nennen wir das, besteht eigentlich aus einem Header, einem Key und einem Body. Und Kafka ermöglicht es uns, anhand von einem Key Partitionen zu befüllen. Also Partitionen kann man eigentlich vorstellen als ein eigenes File, sage ich jetzt mal, wo reingeschrieben wird und anhand des Keys wird entschieden, in welches File man schreiben will. Wir haben das bei uns so verwendet, dass wir die MAC-Adresse des Modems oder der Kaffeemaschine verwenden als Key. Und dann können wir eigentlich sagen, auf diesem File ist dann eigentlich die Reihenfolge garantiert für diese Kaffeemaschine. Genau. Das erlaubt uns auch dann die Parallelisierung oder eben auch die Skalierung. Oder? Das heißt, wir können so mit den Anzahl Partitionen ja, praktisch beliebig viele Kaffeemaschinen unterstützen. Da wir einfach grundsätzlich die Anzahl Partitionen erhöhen können und die einzelnen Maschinen dann für die Maschinen, die Reihenfolge immer noch gegeben ist von den Messages. Oder da verletzen wir keine Ordering, aber wir können trotzdem skalieren. Genau. Gut. Ich hoffe, ich konnte euch hier mal einen kleinen Einblick geben, was Kafka ist, was es besser macht, wie wir ja, das Prinzip bei uns verwenden. Und ich denke, wir kommen nachher bei Jonas noch ein bisschen mehr drauf ein, wenn es ein bisschen Richtung Code geht. Ja. Dann wollen wir wieder ein bisschen interaktiv werden. Wir haben eine kleine Word-Cloud vorbereitet zum nächsten Thema. Ihr könnt hier gerne den QR-Code einscannen. Und zwar wollen wir von euch ein bisschen wissen, wieso man Spring Boot als Microservice-Framework verwenden sollte. Ja, da haben wir jetzt keine Umfrage dazu gestartet. Da nehmen wir an, dass wir hier lauter Experten haben zum Thema Spring und Spring Boot. Genau. Also ihr könnt auf menti.com gehen und hier mit dem Code eure Votes geben. Genau, ihr könnt uns auch gerne eingeben, was ihr das Beste oder das Wichtigste ist oder für euch die Gründe, wieso ihr das einsetzen würdet. Ja, da werden wir jetzt zusätzlich durch den Delay wahrscheinlich noch ein bisschen Verzögerung haben, plus die Leute da tippen, genau, aber da kommen schon die ersten Antworten. Bekannt ist sicher ein wichtiges Merkmal heutzutage. Wenn man es kennt, dann findet man auch Leute, die sich da eben auskennen, also die dies auch unterstützen. Also haben wir gleich nochmals da das Widely Used Adoption geht in die Richtung. Ja, jetzt kommen da die Antworten. Viel Doku steht da. Ja, die ist überwertet, die lese ich nie. Nein. Thank you.
Ja, production ready kann ich eigentlich auch sagen. Also das ist schon so, da braucht man typischerweise nicht viele Schritte von etwas bauen, bis das grundsätzlich schon ready ist, um das zu deployen und auch weiter zu konfigurieren und zu feintunen. Just Runs habe ich da auch gesehen. Kann man vielleicht das da noch, wir verwenden zusätzlich noch Chip, den Java Image Builder von Google. Das macht es in unserem Kontext noch viel einfacher, da das direkt zu integrieren. Das heißt, wir können auch ohne jegliche Weiterhilfe mit rein Java bereits Docker Images bauen. Das passt genau in dieses Just Runs. Und Chip baut einem dann noch schön gelayerte Docker Images, die kompakt und nicht so viel ändern. Und was wir auch noch gelernt haben, es integriert sich sehr gut dann auch mit Kubernetes. Es gibt in der Zwischenzeit ein Ökosystem rings um Kubernetes und das bietet uns auch noch viele Vorteile. Sei es zum Beispiel Health Checks zum Beispiel oder damit wir auch direkt auf Ressourcen von Kubernetes zugreifen können. Aber ja, ich denke, diese Workload sagt schon viel aus und ich denke, ihr habt da schon sehr gut mitgeholfen und wir müssen da gar nicht groß mehr erklären, weshalb wir Spring Boot einsetzen oder was es überhaupt ist. Für uns war sicherlich auch noch wichtig, dass wir Code weiterverwenden konnten. Also auch schon Kotlin 3 war in Spring Boot geschrieben und deshalb konnten wir da natürlich auch ein bisschen Know-how weiternehmen. Genau. Gut, ja, dann würde ich schon Jonas übergeben. Danke. Genau, wir würden hier, um es ein bisschen einfach für mich zu machen, hier einen kurzen Switch einbauen. Und zwar machen wir das so. Genau, und zwar würden wir als nächstes in das Thema Payment Providers einsteigen. Vielleicht hier nochmal kurz ein wenig Kontext. Die Firma Share zeichnet sich dadurch aus, sehr stark auf Kundenwünsche einzugehen und für die Kunden sehr stark auch personalisierte Geräte und auch Services anzubieten. Das ist eines ihrer Markenzeichen. Auch aus diesem Grund hat man in der Vergangenheit entschieden, dass man für die Kunden direkt Zahlungsanbieter im Bereich Mobile Payment, also hier geht es wirklich darum, mobil basiert, also typischerweise handybasierte Zahlungen zu ermöglichen, direkt auf den Kaffeemaschinen. Also nicht über Third-Party-Anbieter, wie zum Beispiel Terminals. Und man hat dann dieses Unterfangen gestartet. Und zwar sollte eben diese zusätzliche Zahlungsmöglichkeit auf den Kaffeemaschinen zur Verfügung gestellt werden. Und zwar würde der Flow etwa so aussehen. Das heißt, ich wähle auf der Kaffeemaschine ein Getränk, das wir hier am ersten Schritt sehen. Die Payment Provider für den spezifischen Anbieter sind dann vorkonfiguriert und würden dann, wenn ich gesagt habe, ich würde gerne mit so einer Lösung zahlen, die verschiedenen QR-Codes angezeigt werden, wie auch in der Agenda schon erwähnt. Wir haben immer ein QR-Code-basiertes Zahlung, das heißt, wir haben keine Bluetooth-Geräte oder ähnliches oder auch Check-ins, sondern eigentlich immer QR-Code basiert. Der Kunde scannt dann dieses Payment oder diesen QR-Code, liest sich und kann das dann entsprechend mit dem Anbieter-App zahlen. Und sobald wir vom Provider entsprechende Benachrichtigungen bekommen haben oder wissen, dass bezahlt wurde, wird das Dispensing ausgelöst, also das Getränk wird ausgegeben und der Kunde kann dies entgegennehmen. Genau, zum technischen Teil kommen wir gleich noch.
die Logos, die ihr seht, sind die Provider, die aktuell im Fokus sind, beziehungsweise die auch implementiert sind. Und zwar haben wir auf der linken Seite Provider im europäischen Raum. Und zwar haben wir Twint, den ihr sicher alle kennt, hier in der Schweiz sehr populär. Dann haben wir MobilePay aus Dänemark, sowie auch der jüngste im Bunde, der ehrlich gesagt noch nicht implementiert ist, da sind wir mittendrin, aus Norwegen, da für den lokalen Markt. Und auf der rechten Seite sind wir im asiatischen Raum, da haben wir oben die beiden chinesischen Giganten, WeChat und Alipay, und unten dran GoPay aus Indonesien, der auch einer der jüngeren im Bunde ist. Genau. Eben grundsätzlich unterstützen die Kaffeemaschine mehrere Provider. Eben wie ihr jetzt aber schon aus den Locations gehört habt, sind heute viele Märkte nur einfach abgedeckt. Das heißt, man würde dann entsprechend einen anbieten, außer in China, wo wir die beiden Möglichkeiten haben. Aktuell verwenden wir auch eine Direktimplementation oder so direkt wie möglich mit all den Providern, um da, ich sage jetzt mal, Mittelsmänner auszuschließen, ist größtenteils wahrscheinlich eine taktische und auch eine Kostenfrage, kommt aber natürlich auch mit gewissen Nachteilen, da werden wir aber auch nachher noch dazu kommen. Jetzt, wie haben wir das aus unserer Sicht im Backend implementiert? Die Kaffeemaschine selbst lasse ich hier mal außen vor, sie ist nicht wirklich innerhalb von unserem Fokus. Also bei uns beginnt die Reise oder der Anfang da eigentlich auf den Kafka Topics. Und zwar haben wir die Inputs, die Kaffeemaschine, wie vorher gesehen, stellt einen Request und sagt, zum Beispiel, ich möchte für MobilePay eine Zahlung ausführen. Das gelangt zu unserem Payment Service. Dann wird die Zahlung oder die Transaktion eröffnet beim Provider. Und sobald dies erstellt wurde, geben wir das Token, also den Inhalt für den QR-Code zurück an die Kaffeemaschine. Dann wird in dem Sinne gewartet, beziehungsweise dann ist ja der Kunde am Zug, er muss diesen QR-Code scannen. Und der Provider gibt dann eigentlich zwei Varianten, werden wir auch nachher noch sehen. Entweder die Provider haben eine Notification und können uns notifizieren, dass eine Zahlung ausgeführt wurde, also dass der Kunde bezahlt hat. In diesem Fall würden wir einen Callback erhalten und dies über Kafka an die Kaffeemaschine weiterleiten. Im Falle, dass der Provider keine Notifications unterstützt, oder haben wir auch ein Polling implementiert. Das ist häufiger, als ich mir das gedacht hätte. das heißt, die Provider, unter anderem auch Twint, die gehen hin und sagen, ja, Notifications sind eh doof, wir können da nichts garantieren, dass die irgendwie ankommen. Das heißt, komm doch einfach bei uns vorbei und frag periodisch nach, was da der Zustand ist von dieser Zahlung. Dazu haben wir einen extra oder einen separaten Service, diesen sogenannten Polling Service. Und dieser wird vom Payment Service ebenfalls über Kafka gefüttert, sage ich mal. Das heißt, wenn das gewählte Payment ein Polling benötigt, wird eine Kafka-Message geschrieben, die der Polling-Service dann entsprechend lesen kann und weiß, ich muss bei diesem Provider für die Zahlung X nachfragen, wie da der Status ist, und er weiß, wann diese entsprechend in einem guten Zustand wäre oder auch, falls es ein negatives Resultat ist, das heißt, es gibt einen Abbruch oder wegen Fraud Detection, was auch immer, wird entsprechend wieder über Kafka eine Meldung zurückgesendet, dass dann der Payment Service entsprechend verarbeiten kann und die Meldung an die Kaffeemaschine machen kann.
Der Grund, wieso das hier der Weg vom Polling Service zuerst wieder zurück zum Payment Service geht, ist, weil der Payment Service eine Datenbank führt mit den Zahlungen. Also da haben wir eigentlich ein Log, vor allem ein Audit-Log zu all den Zahlungen und den Statis, um dies nachzuführen. Der Polling Service ist losgelöst von dieser Datenbank, grundsätzlich von den Zahlungen da. Vielleicht noch als Ergänzung, der Polling Service sieht für den Payment Service gleich aus wie zum Beispiel ein WeChat, die direkt einen Callback senden. Also es wird das gleiche Interface verwendet. Da stimmt, ich habe da nämlich eigentlich was Falsches gesagt, nämlich der Weg zurück geht nicht über Kafka Messages. Da hast du ganz recht, der Hitze des Gerichts. genau, die Callbacks vom Polling Service gehen über REST, das heißt, wie Patrick gerade gesagt hat, wir simulieren hier eigentlich mit dem Polling Service ein Callback oder eine Notification vom Provider. Eigentlich wichtiger Unterschied. Das Ziel da ist einfach, dass wir da die Interfaces ähnlich halten können und auch der Flow entsprechend ähnlich vonstatten geht dann. Eine teilweise Spezialität, auch hier sind nicht alle Provider gleich, ist dann noch das Thema mit dem Capturing. Für Leute, die schon vielleicht mit so Zahlungen zu tun hatten, ist es oft der Fall, dass nachdem eine Zahlung freigegeben wurde, diese auch noch gecaptured werden muss oder eingezogen. Das wird bei uns unterschiedlich gehandelt, beziehungsweise typischerweise wird das direkt, nachdem Zahlung ausgelöst wurde, wird das versucht zu capturen. Es kann aber sein, dass das nicht möglich ist. Darum gibt es noch diesen zusätzlichen Service, den Finish Service hier unten, der versucht, nicht oder fehlgeschlagene Captures periodisch nachzuholen. Das heißt, der geht alle halbe Stunde oder so, nicht ganz sicher, was der Intervall ist, geht er hin, schaut, gibt es irgendwelche Zahlungen, die wir noch nicht eingezogen haben. Das hat keinen direkten Einfluss auf den Flow, also von dem Kunden, von der Kaffeemaschine. Genau. Eine kleine Challenge schon vorweg mit diesem Polling über Kafka Topics. Einer der Payment Provider hatte auch noch die zusätzliche Anforderung, neben dem, dass er Polling will, hat er auch noch zusätzliches Call Throttling implementiert. Das heißt, wir müssen noch dynamisch die Polling Intervalle steuern können. Das heißt, die Pollings, die hier passieren über Kafka, die dann vom Polling Service eigentlich wieder reingeschrieben werden müssen teilweise noch Zusatzinformationen erhalten, in was für einem Abstand überhaupt wieder die API angefragt werden kann. Hier geht es für den Provider wohl vor allem darum, um die Last zu steuern, damit keine Überlast auf ihrem System auftritt. Genau, dann gehen wir auf die Challenges ein, die wir dabei hatten bei der Implementation. Man hat es vielleicht schon ein bisschen rausgehört, also die Payment Provider sind sehr unterschiedlich. Die einen Plattformen sind sehr spezifisch und können genau das, was wir brauchen, sage ich jetzt mal. Also die haben genau einen Flow, wie man eine Zahlung eröffnen, die irgendeine URL in einen QR-Code packen kann und das abschließen kann. Bei anderen, wie zum Beispiel Alipay, also das sind riesige Plattformen, da ist eigentlich, Zahlung ist da nur ein kleiner Subteil von den Features, die sie anbieten. Entsprechend sind auch die Plattformen komplex und auch die Produkte. Oder eben es gibt andere Provider, die haben sehr viele verschiedene Flows, teilweise optimiert für E-Commerce, also für webbasierte, andere für POS optimiert. Da ist teilweise auch schwierig überhaupt herauszufinden, was ist der beste Produkt. Dann, genau, das habe ich vorhin schon angetönt, haben wir Polling, Notification oder eben auch Hybrid.
Die einen sagen, ja, wir machen eine Notification, aber wir geben keine Garantie und wir machen keinen Retry. Und nachher musst du sowieso pollen, dann fragt sich, okay, wieso machen wir überhaupt die Notification? genau, ein anderes Thema ist noch Credential Management. Also das heißt, wir binden ja eigentlich die Provider direkt bei uns ein. Das heißt, wir müssen auch für die jeweiligen, also für die Kundenkonten eigentlich, also direkt die Anbindung. Also wir agieren nicht als Mittelsmann, muss ich da eigentlich sagen. Also auch wir halten das, nicht das Geld dazwischen auf, sondern wir integrieren die Accounts der Kunden. Das heißt, wir müssen auch deren Credentials für die Authentisierung, für die Systeme managen. Und da haben wir natürlich auch die Challenge, dass da wir mehrere Umgebungen haben, verschiedene Kunden und auch mehrere Credentials pro Zahlungsanbieter. Also eben, wir müssen dann zum Beispiel mehrere Sets von Twint Credentials handhaben können, da ja die verschiedenen Kunden nicht dasselbe Twint Konto handhaben oder benutzen wollen. Die wollen ja das Geld selbst eintreiben. Genau. Dann ist ein anderes Thema. Ich war da bei der ursprünglichen Implementation zum Glück nur am Rande oder noch nicht involviert. Aber die chinesischen Provider, da wir da ja die lokalen, also den lokalen Markt bedienen wollen, verwenden wir auch wirklich die chinesischen Implementationen, beide. Ich glaube auch WeChat, bei Alipay bin ich mir sicher, die haben auch eine Alipay Global, das ist dann eine internationale Variante. Es sind ganz viele Währungen, da ist alles schön in Englisch dokumentiert. Beim der chinesischen Variante ist das nicht wirklich so. Also ich habe da auf der rechten Seite ist da ein Screenshot. So sieht also die Alipay-Dokumentation aus. Der Browser Translation ist ein Freund. Also das funktioniert eigentlich ganz okay, zumindest mal um die Doku zu lesen. Die erste Hürde ist dann, das sieht man da auch in dem Screenshot, da ist ein Bild integriert. Browser Translation übersetzt natürlich dann den Text im Bild nicht. Das heißt, da muss man dann extra Schritte wählen, kann man dann das Bild in Image Translation und so weiter und so fort, aber es ist beliebig komplex. Dann es gibt auch noch den Umkehrschluss, der schwierig ist, das sieht man da auf der unteren Seite als Beispiel. Das ist also ein Auszug von einer Fehlermeldung, die wir so von WeChat erhalten. Da ist dann auch die Fehlermeldung in Chinesisch. Das heißt, man muss das zuerst mal übersetzen, was heißt das eigentlich? Und so die klassischen Varianten, wie man eine Google-Suche startet, sind gar nicht mehr so einfach, wenn man der Ursprungsfehler in Chinesisch ist und dann mit englischen Begriffen anfüttern, ja, etc. Ja, also sehr herausfordernd und ja, in verschiedenen Belangen. Also eben, das eine ist überhaupt verstehen, dann auch Probleme lösen. Ja, zusätzlich kommt auch noch, dass eben gerade die chinesischen Anbieter sehr restriktiv sind bezüglich Accounts kreieren. Also das heißt, es ist auch nicht einfach möglich hier, dass wir hier beliebige Test-Accounts zum Beispiel erstellen in Alipay China. Da ist eigentlich immer eine Firmenregistrierung nötig und natürlich eine chinesische. Das heißt, und man kann pro typischerweise pro Firma auch nur einen Account haben. Das heißt, auch die lokale Vertretung kann dann nur ein Account erstellen. Wir können da nicht einfach beliebige Accounts erstellen, um zum Beispiel eben dieses Credential Handlings für mehrere Accounts einfach zu testen. Also das sind ja eine ganze Reihe an Challenges. Das letzte Thema bezüglich Payment Provider Challenges ist noch Load Testing. Hier gehe ich kurz drauf ein. Das Ziel hier war es, oder das Problem, wie mache ich einen Load-Test mit Payment Provider, wo ich ein definiertes Umfeld habe. Ich kann schlecht die Testumgebung von dem Provider nehmen. Die Produktionen ist noch viel schwieriger, weil da müsste ich ja mit richtigem Geld hantieren. Die Variante mit internen Warten etc. funktioniert auch nur mäßig, weil dann beeinflusse ich ja das System, das ich eigentlich testen will. Also wenn ich da irgendwelche Threading und Pools und Weights und was auch immer mache,
kann ich so nicht wirklich das eigentliche Laufzeitverhalten meiner Komponenten testen. Das heißt, ich muss eigentlich eine Komponente haben, die außerhalb meiner von meinem System läuft. In diesem Fall sieht man das hier auf der rechten Seite, dieser grüne Part. Wir haben eigentlich einen Payment Provider oder einen Mock Payment Provider implementiert, der so die typischen Endpunkte für uns zur Verfügung stellt, beziehungsweise wir haben dazu das Tool Mock Server verwendet. Das ist ein Tool, um eigentlich APIs zu mocken, und wir verwenden dies, um für ein spezifisches Payment dann die verschiedenen Calls, die es benötigt, um das zu abzuarbeiten, zu mocken, und wir können da auch spezifische Delays simulieren bzw. definieren. Das heißt, wir können so sagen, okay, eine Transaktion eröffnen, geht 2 Sekunden, man muss 5-mal pollen, und nach dem 5. Mal kommt dann, ah ja, der Status ist jetzt grün, etc. Und so können wir eigentlich ein beliebiges Szenario fahren, ohne dass wir unser eigenes System direkt beeinflussen. Genau, haben wir eigentlich relativ gute Erfahrungen gemacht. Wir haben jetzt 1-2 Läufe damit gemacht, konnten so auch sicherstellen, dass unser System weit über die aktuellen Anforderungen performt und auch weitere Bottlenecks finden, wo wir ansetzen müssten. Genau, dann werden wir vom Testen, gehen wir gleich in Testen auf kleiner Skala. Und zwar haben wir hier ein kurzes Beispiel mitgebracht von Integration Tests, wo wir auf Test Containers setzen. Dies vor allem auch jetzt im Kontext mit Kafka, also das ist unser Haupt-Use Case, den wir aktuell verwenden für Test Containers. Das heißt, wir verwenden das, um Kafka für Integration Tests zu steuern. Was ist Test Containers? Test Containers ist eine JVM-basierte Utility, ein Tool, um Docker-Container zu steuern. Genau, das ist vor allem JUnit 4.5 oder auch, geht auch Spock Integrations. Wir verwenden das, um einzelne Microservices zu testen, und zwar im Sinne von Integration Tests. Das heißt, wie wir vorher auch gesehen haben, haben wir typischerweise unsere Services sind entweder kommen da Kafka Messages rein und es gehen Kafka Messages raus, oder mit REST Calls, also, oder beides kombiniert. Und hierfür verwenden wir Spring Integration Tests in Kombination mit Test Containers, um hier das zu testen. Ich habe hier ein kurzes Beispiel mitgebracht oder 2-3 Ausschnitte davon, einfach um zu zeigen, wie simpel und aber auch genau wie gut, dass das eigentlich für uns funktioniert. Eines der Hauptargumente eben ist, also man kann alles aus derselben Codebase steuern. Ich brauche hier keinerlei Shell-Skripte oder was auch immer, kein Entwickler-Setup. Das Einzige, was der Entwickler braucht, ist eine JVM. Das hat er wohl sowieso, wenn er bei unseren Projekten arbeiten will. Plus er braucht einen lauffähigen Docker-Host, typischerweise lokal, könnte theoretisch auch remote sein. Genau, und was wir jetzt im Falle für Kafka machen, ist, wir definieren die 3 Container. Die sehen wir hier oben. Wir gehen dann gleich noch in einer von denen rein, wie der aussieht, wie der definiert ist. Wir definieren die Container, die sind im selben Netzwerk. Wir starten diese und warten, bis sie gestartet werden mit diesem Join. Wir machen direkt auch ein initiales Setup. In unserem Fall legen wir da die Topics an. Und hier, das ist eigentlich dann der entscheidende Teil, dass wir ansonsten eigentlich nichts mehr tun müssen als das. Wir verwenden hier auch wieder in Kombination mit Spring diese Test Property Values. Hier überschreiben wir eigentlich die gleichen Properties, die wir auch in Produktion verwenden, um Kafka anzusteuern, um hier auf diesen gerade eben gestarteten Kafka-Cluster zu verweisen. Und das ermöglicht uns keine weiteren, also gibt es eigentlich keinen weiteren Glue-Code zwischen Kafka im Integration-Test oder sonst was. Es ist genau der gleiche Hook aus Sicht von der Applikation, wie sie auch in Produktion gestartet werden würde über diese Properties. Genau, gestartet oder eingegangen in den Spring Test wird dann dies mit dieser Context Configuration. Also dieser Code oben ist dann in so einem genannten
einem Initializer, der dann vor beim Kontextinitialisieren gestartet wird. Noch kurz die Container, also wie so einer aussieht, einfach um zu zeigen, wie da das API ist. Also auch hier ist in dem Sinne voll Java. Wir definieren, was für ein Image das wir gerne haben würden. Auch hier, das ist ein großer Vorteil, also wir haben keine Embedded-Version von Kafka mehr, die wir zu irgendwelchen Images in Produktion mappen müssen und herausfinden, welche Version ist jetzt wo drin. Wir können hier die genau gleichen Images verwenden, die wir auch in Produktion haben. Aus meiner Sicht ein Riesenvorteil. Wir können direkt rauslesen, welcher Port das da, beziehungsweise einen freien Port allozieren. Wir können Environment-Variablen definieren, wenn wir die Container instrumentieren. Wir exposen hier diesen Port. Und ein weiterer Vorteil ist hier, dass wir solche Methoden bauen können, die wir dann eben benutzen können, um den Container abzufragen. Das haben wir vorher ganz am Ende gesehen. Wir verwenden dann hier dieses Kafka Container Get Bootstrap Service zum Beispiel, um den Container direkt zu fragen, eben da ist dann der Port drin etc. Also auch hier kein manuelles Fumbling mehr mit irgendwelchen Local Ports und dann noch im Test irgendwelche URLs zusammensetzen. Das ist alles im Sinn in diesem Infrastrukturcode hier abgefangen. Genau, dann aus Sicht, was läuft gut, was vielleicht weniger gut. Zuerst die guten Sachen, dann sehe ich, dass ein bisschen verrutscht. Also eben, das habe ich schon gesagt, Integration mit Spring Testing ist sehr gut, eben mit diesem Kontext. Auch direkt das Nächste, also wenn wir gerade bei jeder Technologie, die Persistenz hat, ist bei Tests immer die Frage, habe ich sie so modifiziert, dass ich sie für den nächsten Test auch noch verwenden kann oder muss ich sie ebenfalls neu starten oder eben neu kreieren. Als ich das muss, reicht eigentlich die Annotation add dirty context, also markiere ich den Spring-Kontext als dirty und der wird neu gebaut, da werden auch die Container direkt neu gestartet. Genau. Und die anderen zwei Punkte aber auch schon erwähnt. Keine extra Hooks mehr, um Integration-Tests irgendwie was zu starten und können die gleichen Produktionsversionen verwenden. Was funktioniert oder wo haben wir ein bisschen Schmerzen? Das ist dann gleich der Umkehrschluss von der Dirty-Kontext. Also immer wenn wir diese als Dirty markieren, kostet das natürlich extra Zeit, wenn diese neu gestartet werden müssen. Führt dann gleich auch zum nächsten Punkt. Also der Container Creation Speed ist essentiell, also wie schnell, dass man da Container erstellen kann. Lohnt sich auch immer ein Blick Richtung CI. Teilweise lokal heutzutage haben wir Notebooks mit vielen, vielen Cores und SSDs und alles schön flink und dann geht es auf den CI, der hat noch alte Spindeldisks und dann geht das Ganze auf einmal zehnmal so lange. Also ist immer etwas, das man im Hinterkopf behalten muss. Das ist halt der Nachteil, wenn man da fleißig Container neu bootet. Ist essentiell, wie schnell die Maschine das erledigen kann. Als Outlooks, oder wo wir heute noch ein paar offene Punkte haben, wäre unsere DB, die MariaDB, haben wir heute noch H2 im Einsatz, steht auch auf unserer Liste, da ebenfalls noch auf Testcontainer zu wechseln. Ja, verschiedene Gründe, auch für Migration. Ja, auch da wieder, H2 ist halt eben keine MariaDB, auch wenn sie sehr vieles gleich macht. Wenn wir da auf Testcontainer setzen können, wird genau das gleiche verwenden wie in Produktion. Und eine andere Idee wäre noch mehrere Services zusammen, ist eine Idee, haben wir aktuell aber so nicht gemacht und sind wir auch, aktuell investieren wir auch in eine andere Richtung, dass wir Richtung End-to-End-Tests, automatisierte End-to-End-Tests auf lauffähigen Umgebungen machen möchten. Ja, das wäre es zu meinem Teil, zu Test-Containers. Ich würde dann wieder zurückgeben an Patrick. Gut, vielen Dank Jonas für diesen Einblick. Möchtest du noch schnell unsere Umfrage abschließen?
Ja, wir können, wegen zu Kubernetes, ja, guter Punkt. Genau. genau, da habt ihr ja schon vor einer Weile abgestimmt. Genau, hier ist das Feld sehr schön aufgeteilt. Wiederum 3% sagen mit Kubernetes, habe ich noch nie davon gehört. Und die anderen drei Antworten teilen sich gerade etwa ein Drittel mit einem kleinen Vorsprung zu bereits, habe bereits damit einmal gespielt und dann je 30% habe ich schon mal gehört oder läuft bei uns in Produktion. Das heißt hier ein paar mehr, etwa 10% mehr in Produktion als bei Kafka. Schon ein relativ guter Wert, würde ich sagen. Sehr gut, ja, dann würden wir wieder ein bisschen interaktiver werden. Wir haben hier ein kleines Quiz vorbereitet für euch. Ihr könnt wieder auf menti.com gehen mit diesem neuen Code. Dann würden wir hier noch ein kleines Kubernetes-Quiz mit euch starten. Hier im Bitmarker haben wir ein bisschen Delay. Also ihr schaut besser auf euer Smartphone, was die Fragen betrifft, nicht, dass ihr da zu langsam seid beim Antworten. Genau. Willst du noch den Bildschirm teilen, dann sieht man den Code auch noch. Den siehst du ihn nicht. Nein, ist doch meine da. Ich kann mal stoppen hier da. Dann sieht man uns ein bisschen größer. Ist das gleich? Ja, da wollen wir jetzt sehen, diese 30%, die da in Kubernetes schon in der Produktion haben, da erwarte ich natürlich hier 5 von 5 richtigen Antworten. Genau. Sind wir gespannt, genau. Ja, jetzt weiß ich nicht, ob da schon die Leute schon drin waren, der Code war erst seit kurzem da. Ah ja, war jetzt vielleicht, doch, da kommen sie, die Antworten. Sehr schön. Ah ja, genau, die erste Frage ist ja auch nicht gewertet, stimmt. Das ist die Aufwärmfrage. Genau. Genau, ja, wir haben viele Teilnehmer, 27 sehr Teilnehmer. Cool. Ja. 29 sogar. Gut, ja, ich denke, wir können da mal das Resultat einblenden. Sieht jetzt ein bisschen ausgegraut. Die Execution zählt nicht dazu. Also man kann das natürlich in seiner Applikation implementieren, aber ist nicht so gedacht von Haus aus. Aber ganz klar, es ist selbstheilend durch das, dass es seine Desired States immer wieder herstellen kann. Secrets und Konfigurationen können abgelegt werden in sogenannten Secrets und Config Maps. Und das horizontale Skalieren geht natürlich über neue Nodes hinzufügen und so sind wir natürlich ausbaufähiger. Also man kann schon auf einem Node kann man schon horizontal skalieren, aber es macht natürlich nicht so viel Sinn, wenn diese dann abschmilzt. Gut, ja, dann würde ich sagen, starten wir mal mit dem Quiz. Ihr habt da immer ein bisschen Zeit, die schnellsten geben am meisten Punkte. Ich würde sagen, wir starten dann mal. Genau, es gibt jeweils rund 20 Sekunden, glaube ich, ist der, bis man da die Fragen beantworten kann. Sind wir dann noch nicht gespannt? Ja. Ich denke, ja. Jetzt sind wir wieder etwa 30, ich denke, das ist gut, oder? Ja, dann müssen wir doch mal starten. Also auf euer Smartphone schauen, nicht unbedingt auf den Screen hier.
Custom Resource Definitions. Wir können eigentlich schon fast, wenn wir die Antworten oder die Lösungen jeweils sagen, bevor es eigentlich fertig ist, wenn, und, bis sie es hören, ist es eh schon vorbei. da ist ein schön aufgeteiltes Feld, genau. Genau. Also Custom Resource Definitions werden via Operator definiert. Ja, man kann das Ganze natürlich dann via Helm deployen, sage ich jetzt mal. Ja, das andere sind eher Deployment-Tools als wirklich Frameworks, die Custom Resource Definitions innerhalb des Clusters ausnutzen. Benutzen teilweise aber natürlich auch Custom Resource Definitions. Genau. Gut. Zum nächsten. Starten. Ja, da, die Leute geben sich Mühe, um da schnell abzustimmen. das sieht nach einer klaren Entscheidung aus. Genau. Container ist da ein bisschen das Gefängnis, oder? Das ist technisch gesehen keine wirkliche Ressource. Das ist ein Teil von Pod in Kubernetes. Mein Job hat ebenfalls Pods und ein Replica sieht auch so. Da sind auch Pods drin, die dann das ausführen. Ja. Genau. Nummer 3 von 4. Letzte Frage. Kommen da die Sachen in den Cluster. Genau, das ist der Ingress. Daneben der Ingester ist natürlich ein bisschen eine Falle von uns. Genau, Nginx wäre eine klassische Implementation vom Ingress, also einer der klassischen Ingresses. Und der Service ist eigentlich rein für den Pod dann zuständig, für den Traffic reinzuladen, aber von außen gesehen kommt der Traffic über einen Ingress. Also es kann natürlich mit einem Service, der eine Public IP hat, könnte man das auch realisieren, aber grundsätzlich machen wir das über einen Ingress. Gut, dann die letzte Frage. Jetzt entscheidet sich, wer gewinnt den Pokal. Der darf bei uns mal in der Produktion mal einen Pod töten. Also einfach freier Wahl und schauen, ob das funktioniert. Je nach Abstand vielleicht auch einen ganzen Node, aber ja, genau. Und hier die richtige Antwort. Ein Daemonset wird verteilt auf jeden Node, der im Cluster läuft. Also es gibt diesen Pod grundsätzlich auf jedem Node in unserem Cluster. Ich denke, wir haben nachher noch ein Beispiel, Adrianas. Ja, genau, da kommt gleich ein Beispiel dazu. Dann kommen wir zur Rangverkündigung. Trommelwirbel. Oh,
Das ist jemand sehr gut. Deutlich im Abstand. Ja, sehr gut. Herzliche Gratulation, Tom. Top-Leistung. Ja, allen anderen danke für den Einsatz. Ja, war sicherlich. Also das Mittelfeld ist dann ziemlich nahe beieinander. Also ihr habt da schon gut ein bisschen Know-how, das ihr da teilen konntet. Gut. Dann können wir wieder zurück switchen. Genau. Hier sehen wir zwei Screenshots. Wir verwenden bei uns Argos CD für das CD, also dass wir eigentlich kontinuierlich deployen können. Das ist ein GitOps-Tool. So können wir eigentlich den Ist-Zustand abbilden in Konfigurationsdateien und können somit eigentlich sehr schnell unser Cluster betreiben und natürlich auch Updates von unseren Applikationen vorantreiben. Was wir jetzt hier sehen, ist zum Beispiel der Zookeeper, der zu Kafka gehört. Das ist jetzt eine Stateful-Applikation, also das heißt, dieser Zookeeper hat auch eine Persistenz auf einer Disk gespeichert. Das sehen wir hier, es ist ein STS, also ein Stateful-Set. Und dann dieses Stateful-Set hat dann natürlich jeweils ein PVC, also eine Disk, und entsprechend einen Pod dazu. Und dieser Pod mountet dann dieses PVC dazu. Weiter oben sehen wir dann noch die Services. Darüber werden dann auch, also wird die Kommunikation zum Zookeeper hergestellt und eine Config-Map für die Konfiguration. Die Services hier sind eigentlich nur intern sichtbar, da ja der Zookeeper von außen gesehen her nicht erreichbar sein muss. Was wir auch schön sehen, ist natürlich, dass der Health-Check grün ist. Das ist jetzt auch sehr praktisch und der grüne Haken da, dass dann auch alles appliziert ist vom Soll-Zustand, den wir definiert haben. Auf der rechten Seite jetzt hier unser Beispiel mit dem Daemon-Set. Also das sollte oder ist dann auf jedem Node installiert oder deployed worden. In unserem Fall jetzt hier ist es der Filebeat vom Elasticsearch Stack. Und der Filebeat, der ist zuständig dafür, dass die Logs, die die Containers schreiben, damit diese auch bei uns im Elasticsearch landen. Und jetzt sehen wir hier schön dieser Pod. Also wir sehen es nicht direkt, dass es auf jedem Node ist, aber wir können euch garantieren, dass dieser Screenshot hier stimmt und dass es wirklich auf jedem Node so appliziert ist. Ja. Vielleicht da noch hinzuzufügen, dass in diesem Fall beinhaltet dies auch die Masternodes. Also wir haben in diesem Fall, der Cluster hat 6 Worknodes und 3 Masternodes und wir sehen hier 9 von diesen Pods. Das heißt, die laufen sogar auch auf den Masternodes, wo ja sonst typischerweise, ich sage jetzt mal, von den User Space, also ja, von den Entwickler-Applikationen eigentlich keine laufen, also das ist sonst eigentlich nur Kubernetes-System. Gut. Ja, wieso setzen wir bei uns Kubernetes ein? Ja, bei uns war damals, also 2019, wo wir gestartet haben, war die Anforderung vom Business, dass es in der Cloud laufen muss oder sollen kann, aber es soll auch on-premise laufen, sprich, wir haben einen Kunden in China, der betreibt eigentlich sein eigenes Rechenzentrum und also wir sollten garantieren, dass es auch bei ihm im Rechenzentrum laufen kann und somit haben wir uns dafür Kubernetes entschieden, weil das kann entweder in der Cloud laufen, also in unserem Fall in Azure, oder eben bei Kunden on-premise in seinem eigenen Rechenzentrum. Vielleicht da noch ein bisschen um auszuholen. Momentan haben wir 2 Regionen, die wir betreiben, also in Europa.
Da haben wir drei Umgebungen, also Entwicklungsumgebung, Integrationsumgebung und Produktion. Und dann ein zweites in China, ebenfalls Integration- und Produktionssystem. Das ist ein bisschen geschuldet durch das chinesische Legal. Also das sagt uns, dass Daten, die in China produziert werden, in China gespeichert werden müssen. Und deshalb kamen wir da nicht umher, dass wir auch da eine separate Instanz betreiben müssen, aber eigentlich nicht unbedingt wollen. Aber ja, durch Kubernetes ist es uns einfach möglich und wir haben da eigentlich 1:1 dieselben Applikationen im Einsatz wie in Europa. Ein weiterer Punkt war natürlich die Skalierbarkeit und die Verfügbarkeit. Das hatten wir natürlich mit einer monolithischen Applikation nicht wirklich gegeben. Also eben Skalierbarkeit können wir nach Möglichkeit natürlich zum Beispiel mehrere Konsumenten von Kafka können wir einfach skalieren. Das heißt eigentlich, wenn wir sagen, am Mittagsgeschäft werden am meisten Kaffees getrunken, dann könnten wir zum Beispiel sagen, jetzt wollen wir 10 Kafka-Brokers betreiben, inklusive Converters, damit wir da schneller diese Daten verarbeiten können. Oder eben in der Nacht zum Beispiel, dass wir da weniger betreiben. Und durch Kubernetes ist auch die Verfügbarkeit sehr hoch. Also wenn zum Beispiel ein Pod stirbt oder ein Node stirbt, sorgt Kubernetes selber dafür, dass diese Pods wieder instanziert werden oder eben auf einen anderen Node gezügelt werden, wenn ein Node stirbt. Also es gibt da natürlich einen kleinen Unterbruch während dieser Zeit, aber grundsätzlich, wenn man eben die Skalierbarkeit berücksichtigt hat, dann sollte es keinen Unterbruch geben. Ein weiterer Punkt war natürlich die Kostenoptimierung. Bei CoffeeLink 3 hatten wir in Deutschland und in der Schweiz ein Rechenzentrum, das hat uns unheimlich viel Geld gekostet. Und durch das Zusammenziehen dieser Infrastruktur konnten wir da die Kosten auch optimieren. Eben wie gesagt, durch Argos CD können wir natürlich auch ein schnelleres Time-to-Market realisieren, damit wir da rasch unsere Features rauspeitschen können. Was wir auch tun, sind Zero-Downtime-Updates. Also wenn wir eine neue Applikationsversion bauen, dann sorgt Kubernetes dafür, dass wir ein rollendes Update machen können. Also wenn wir drei Instanzen haben, zum Beispiel mit diesem Converter, dann sorgt Kubernetes dafür, dass zuerst einer abgedatet wird und wenn der läuft, dann kommt dann der zweite und wenn der zweite läuft, kommt dann der dritte an die Reihe. Somit haben wir eigentlich aus Kundensicht haben wir keinen Impact während eines Rollouts. Was auch sehr wichtig war, wir sind ein sehr kleines Team und somit können wir auch sehr einfach kontrollieren, was wir bauen und haben echt auch die volle Kontrolle über den Kubernetes-Teil und unsere Applikationen und können somit sehr gut auf Alerts und so weiter reagieren. Und als letzter Punkt noch Security. Ja, es ist kein Teil von Kubernetes, die Security, aber es hilft einem sehr viel. Schon nur das Secret Handling ist da einfach gestrickt und auch die Verbindungen können unter den Pods hergestellt werden und somit ein bisschen geschützter schon vom Haus aus, als es das sonst wäre. Genau. Jonas, hast du noch Ergänzung? Nicht. Dann, was haben wir ein bisschen gelernt aus dem Ganzen? Ja, das Monitoring ist sehr wichtig. Also am Anfang haben wir das ein bisschen vernachlässigt und es ist nicht lange, hat es gedauert, bis es uns um die Ohren geflogen ist. Und zwar hatten wir diverse Probleme, zum Beispiel müssen wir irgendwie detektieren,
ob wir ein Problem haben in der Verarbeitung. Also zum Beispiel sehen wir hier einen schönen Graph, wo wir sehen, wie viele Events pro Sekunde wir verarbeiten. Und ja, wir können dann so ein bisschen rausspüren, wie viele wir erwarten. Und wenn das nicht übereinstimmt, dann können wir zum Beispiel einen Alert auslösen. Das wäre jetzt ein Beispiel für einen business-kritischen Alert, also sprich, wenn keine Events mehr kommen oder wenn das rauspoppt, dann können wir davon ausgehen, dass auch der Kunde direkt betroffen ist. Vielleicht, wenn ich da genau das nochmals ein bisschen unterstreichen kann, genauso, wir versuchen wirklich auch jetzt den Ansatz ein bisschen zu ändern und wir haben viele technische Alerts und Metriken etc., aber wir suchen vor allem jetzt einen Fokus darauf zu haben, eben solche Business Metrics zu sammeln und auch darauf zu alarmieren und entsprechend auch mit hoher Kritikalität. Also das heißt, dass wenn einer von diesen Alerts hier sagt, hey, da kommen ganz hinten am Stack kommen keine Events mehr raus, oder das ist etwas, das der Kunde spürt und das ist auch entsprechend relevant für uns. Und wenn da irgendwo ein Pod stirbt und irgendwo irgendwas anderes passiert, muss der Kunde das nicht wirklich merken. Das ist ein bisschen ein Mindset-Change, den wir da versuchen, auch ein bisschen umzusetzen aktuell. Genau. Als zweiter Punkt, ja, die Persistenz, das ist halt immer ein bisschen ein Knackpunkt. Da hatten wir diverse Probleme, also die ganzen, wenn man zum Beispiel einen Pod eben stirbt und der wird auf einen anderen Node verschoben, dann muss eben diese Disk, also zum Beispiel jetzt eben in der Cloud, muss diese Disk vom sterbenden Node weggemountet werden und an einen neuen Node angemountet werden und das dauert halt bereits seine Zeit. Und das ist halt ein bisschen mühsam, bis das vonstatten geht. Wenn es dann überhaupt klappt. Den Fall hatten wir auch schon, dass die Volumes dann an einem toten Node kleben und wie die Stateful Sets dann eben sind, wenn das Volume nicht da ist, kann auch der Pod dazu nicht starten. Das sind alles Dinge, die man sich da bewusst sein muss. Ja, da spielt auch ein bisschen die Zonenredundanz noch mit rein. Also wenn zum Beispiel ein Rechenzentrum brennt und wir müssen das Ganze verschieben, dauert es nochmals ein bisschen länger. Genau. Und ein weiterer Punkt, wie schon erläutert, das GitOps. Also wir haben unseren ganzen Kubernetes-Cluster in Git versioniert. Das sind ja eigentlich alles YAML-Files, die wir da abgelegt haben. Und somit können wir eigentlich alle unsere Applikationen managen und auch sehr schnell ausrollen und sehen eigentlich immer, was der Desired State ist, auch in Git. Das bringt uns eigentlich sehr, ja, sehr viele Vorteile bei unserem Deployment. Es geht viel kürzer und auch die Fehleranfälligkeit ist sehr viel kleiner. Ja, also früher, zum Start hatten wir alles noch Shell-Scripts, die das gemacht haben, aber ja, es ist halt nicht immer sehr sinnvoll, so zu deployen. Ja, vor allem, also aus meiner Sicht vor allem das Diffing, also den Unterschied zu sehen, ist sehr hilfreich, also eben, dass ich da sehen kann, was ist denn der Unterschied zwischen Desired State und was in Produktion ist. Und wir haben da jetzt auch wirklich, also alle Applikationen integriert, also wir deployen auch mittlerweile ArgoCD, mit ArgoCD unser komplettes Monitoring etc. ist alles über, also wird alles darüber deployed. Nicht nur unsere Business-Applikation, sage ich jetzt mal, sondern auch Monitoring etc. Genau, und dann haben wir noch das Secret Handling. Ja, es ist jedes Mal irgendwie ein Pain, da die Secrets zu handeln. Also zum Beispiel Passwörter oder Zertifikate, die wir für die Payment Providers brauchen und so weiter. Im Moment machen wir das auch über Shell Script, die dann dieses Secret erstellen in Kubernetes, aber irgendwie
ist das nicht so der gangbare Weg, wie wir uns das wünschen. Und wir zielen da, ja, sage ich jetzt mal, in der nächsten Zeit auch da noch ein bisschen mehr Automatisierung hinzukriegen, damit wir das auch in Kubernetes erledigen können. Und der letzte Punkt ist noch die verschlüsselten Verbindungen. Ja, es ist ein bisschen mühsam, so wie wir es jetzt implementiert haben. Also wir haben alle das Zertifikat können wir noch managen, das geht eigentlich relativ gut. Aber zum Beispiel die Connection zum Kafka, welches dann auf SSL und SASL basiert, das ist dann wieder ein bisschen mühsamer und muss überall reingemountet werden und so weiter. Das ist nicht ganz so einfach. Aus Komplexitätsgründen haben wir uns aber zu Beginn dann gegen ein Service Mesh Framework entschieden, damit wir da nicht noch mehr lernen müssen, aber auch das könnte ein gangbarer Weg sein in Zukunft, damit wir da einfacher verschlüsselte Verbindungen kriegen. Jonas, du hast da noch einen Punkt. Genau, jetzt wäre Wrap-up angesagt. Genau. Ja, dann wären wir schon fast am Ende angekommen. Ich würde da nochmals kurz zusammenfassen, was wir da alles gehört und gesehen haben. Ich bin auch schon gespannt, was ihr noch für Fragen habt an uns. Eben gesehen haben wir am Anfang vor allem unsere Architektur, wie wir vor allem mit Kafka im Zentrum, das eigentlich sehr skalierbar und auch resilient, also ausfallsicher gebaut haben. Wir haben einen Teil gesehen, oder ihr habt uns gesagt, wieso das Spring Boot eine gute Sache ist, um schnell und einfach Applikationen entwickeln zu können. Wir haben gesehen, wie die Integration-Tests bei uns funktionieren, die mit Kafka interagieren, wie wir das aufsetzen und starten können. Und wir haben auch jetzt im letzten Teil noch gesehen, oder als Highlight da, die kurzen die GitOps-Approach von Argo CD, wie das für uns das Leben viel einfacher macht und Zuverlässigkeit und auch die Transparenz von den Deployments erhöht. Genau, und alles in allem, vor allem dank Kafka, haben wir eine sehr verteilte Architektur. Ja, dann bedanke ich mich. Cool, ganz herzlichen Dank euch beiden für den spannenden Vortrag. Ich werde mir dann wahrscheinlich noch einen Kaffee machen müssen, ohne zu bezahlen zu Hause. Hat Spaß gemacht, vor allem das Menti-Quiz. Es hat mich auch die Idee gebracht, eigentlich könnten wir mal eine Abendveranstaltung machen, wo wir einfach nur quizzen. So ein JuckCH-Quizabend mit Menti, das wäre doch mal was. Sehr schön. Es hat Fragen gegeben, die ihr vielleicht etwas sehr kurz beantworten könnt, da wir schon etwas fortgeschritten sind in der Zeit. Wie habt ihr die Prozesse robust gemacht, sodass alle Widrigkeiten der Realität, also wir sind ja da über einen Warn in einem verteilten System, nicht zu Problemen oder unzufriedenen Benutzern führen? Also gab es da auch Überraschungen, zum Beispiel, dass ihr etwas einfach nicht bedacht hattet, was dann aufgetreten ist? Ja, es gab sicherlich Punkte, die aufgetreten sind, die wir so nicht bedacht hatten. Also das Schlimmste, wir haben aktuell immer noch eine monolithische Applikation in unserem Cluster laufen. Und wenn die ausfällt, dann ist der Kunde direkt zu 100% betroffen. Also das ist die Kommunikation zwischen Kaffeemaschine und Kubernetes. Und das hat mir gedacht, das passiert nie, aber es ist passiert. Und zwar öfters, als wir das gedacht hätten und uns lieb war. Aber ansonsten haben wir jetzt nicht unbedingt, was uns um die Ohren geflogen wäre. Also wir hatten natürlich schon sehr viel Insight aus dem Altsystem, sage ich jetzt mal, wie wir eben so Duplikate handeln können. Und ja, also
sonst glaube ich, haben wir sehr wenig Kunden-Impact in dem Sinne. Also bisher. Also sicher, wo wir besser werden müssen, ist sicherlich eben das, die Prozesse dann für den Business-Support. Also wenn da wirklich anfragende Kunden kommen, zum Beispiel Twint funktioniert nicht oder diese Zahlung geht nicht, dass da der Prozess ist auch noch nicht wirklich sehr gut etabliert. Und da müssten wir sicher auch besser werden, aber da sind wir stetig eigentlich an Schulungen dran, die wir vom Dev-Team aus machen, an die verschiedenen Support-Levels, die wir haben. Und eben auch durch Business-Alerts, die wir da implementiert haben. Hast du noch eine Ergänzung dazu, Jonas, zur Robustheit des Systems, des Verteilten? Passt soweit für mich. Gut. Dann die nächste Frage, ihr verwendet ja Kafka primär für den Kommunikationsteil mit der Außenwelt, also diese Ingestion. Also könnt ihr euch auch vorstellen, die Anwendung so umzubauen, dass dereinst auch eigentlich alle Backend-Prozesse dann über Kafka gehen, also so, dass ihr dann am Schluss eben quasi den Endausbau eines Kafka-Systems habt mit diesem zentralen Nervensystem, wo alle Events über Kafka gehen. Also das ist sicher ein Ansatz. Also das eine ist, wie das unser Nachfolger, unser Abnehmersystem beliefert wird. Eben heute geht das noch über diese DB, aber das eigentlich historisch bringt durch den Vorgänger vom Abnehmersystem. Aber da ist auch das Ziel, also dass da nur noch Kafka zum Einsatz kommt, dass sie direkt Kafka kommunizieren können. Und es gibt auch Ideen bezüglich dem Payment, dass wir da noch stärker auf Kafka setzen, also namentlich der DB-Teil, der da drin war, bezüglich den Zustand der Zahlungen etc., die heute noch in einer klassischen DB gehandhabt werden, dass wir das auch auf Kafka migrieren. Ja. Vielleicht genau. Noch die Kommunikationskomponente zwischen Kaffeemaschine und unserem Cluster, die wir zukünftig auch Kubernetes verwenden für seine Konfiguration. Also, naher Zukunft sind wir da ohne Datenbank unterwegs sind. Gut. Dann die nächste Frage von Madeleine. Habt ihr schon konkrete Ideen, wie das Secret Handling automatisiert werden kann? Wenn ja, welche? Ja. Ja, wir haben da was im Auge, aber also ich habe auch persönlich noch nicht so viel Zeit darin investiert, einfach weil die Prioritäten noch ein bisschen anders sind, aber aus meiner Sicht, der aktuelle Kandidat wäre Sealed Secrets zu verwenden. Das ist eine Methode, wie man wie Secrets asynchron verschlüsselt werden können, die man dann ebenfalls bei uns im Repository ablegen kann. Also das heißt, wir würden die Secrets eigentlich direkt dann in die Codebase, ins Git einpflegen, eben wie gesagt, verschlüsselt, asynchron. Das heißt, man kann zusätzlich dann sicherstellen, man kann es auch noch trennen, wer Secrets erfassen kann und wer lesen kann. Das heißt, der Key, um diese zu entschlüsseln, wäre dann möglichst restriktiv und nur im Cluster vorhanden, damit er zur Laufzeit diese entschlüsseln kann. Das wäre wahrscheinlich der beste Ansatz, auch im Hinblick mit zum Beispiel Argosy, die harmoniert das sehr gut. Aber es gäbe auch andere Alternativen, also Klassiker Vault oder so. Aber da sehe ich eher wieder ein bisschen die Challenge, eben so etwas hübsch in Argosy zu integrieren. Also ich denke, da ist sowas wie Sealed Secrets eine sehr gute Lösung. Cool, ja, merci. Dann Daniel fragt, wie wird der On-Premise-Cluster aufgebaut? Also macht ihr das Basic einfach mit Kube-Admin oder habt ihr da irgendeine Zusatztools? Ja, also wir dürfen da ehrlich sein, die Infrastruktur also machen wir selber nicht in unserem Team, das ist bei unserer Mutterfirma. Und von dem her haben wir noch keinen On-Prem-Cluster hochgezogen. Okay. Das ist nur eine Anforderung. Ja, da wird aber CubeSpray verwendet, oder? Also, ja, in unserer Cloud wird CubeSpray verwendet. Ja. Okay. Gut, und dann zuletzt noch eine Frage von mir wieder. Das Backend basiert ja auf Java Spring. Was läuft auf den Kaffeemaschinen? Wie sind die programmiert? Die Programmiersprache auf den Kaffeemaschinen ist C++. Es gibt da noch ein Qt-Framework für die Visualisierung.
aber als Panels, es gibt da noch einige Exoten, die da noch Windows CE drauf haben, aber die neuen haben eigentlich alles nur Linux-Panels. Okay, cool. Das waren die Fragen. Ganz herzlichen Dank euch beiden. Das macht richtig Lust auf mehr so Praxisvorträge. Also wenn ihr auch etwas aus euren Projekten bei uns vorstellen möchtet, dann meldet euch und dann versuchen wir daraus ein Event zu machen. Ich finde es eben sehr spannend, einfach so Real-World-Beispiele zu sehen. Ihr werdet mit einer Nachfassmail ein Feedback-Formular bekommen. Bitte lasst uns, lasst den Speakern Feedback zukommen. Was war gut? Was war vielleicht, was man besser machen kann? Daraus lernen wir, daraus lernen die Speaker. Und mitmachen lohnt sich gleich doppelt, weil jeden Monat verlosen wir unter allen, die das Feedback abgeben, eine JetBrains Toolbox. Damit könnt ihr jedes Tool von JetBrains für ein Jahr freischalten. Wir haben nächste Events geplant und am 22.06., das ist eine ganz große Nummer, da haben wir den Robert C. Martin bei uns, besser bekannt als der Onkel Bob. Und ich glaube, das ist ein Event, das darf man fast nicht verpassen als Informatikerin, als Informatiker. Da auch noch andere Events, die sind sicher auch sehr spannend, aber ich glaube, den Onkel Bob, das ist ein Muss. Unsere Events, die findet ihr als Video auf YouTube. In der Regel am Sonntag um 10 Uhr wird ein neues Video aufgeschaltet. Am besten ihr abonniert unseren Kanal und so werdet ihr auch notifiziert, wenn da ein Event neu dazukommt. Wir sind auf Slack. Über Slack UCH könnt ihr euch dafür anmelden. Und dann bin ich wirklich auch schon fast am Schluss. Ganz vielen Dank an Patrick und Jonas. Ihr werdet von uns das klassische Dankeschön für alle Speaker erhalten. Das ist dieses Java User Group Multitool mit ziemlich vielen Funktionen. Damit, wenn ihr dann wieder irgendwo unterwegs seid in der Wildnis, gut ausgestattet seid mit Werkzeugen. Merci vielmals. Und dann vielen Dank natürlich auch an euch, die ihr bis zum Schluss da dabei geblieben seid. Vielen Dank auch an unsere treuen Sponsoren, die unsere Events überhaupt erst möglich machen und unsere Helferinnen und Helfer im Hintergrund, Ursula vom Backoffice, die alles mit den Ausschreibungen und Anmeldungen organisiert und Markus, der auch heute aus dem Off die Regie gemacht hat und das Video dann schneiden wird. Ich wünsche euch einen ganz schönen Abend und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr jetzt einfach dabei bleiben. Ihr werdet dann automatisch weitergeleitet ins WonderMe, wo wir dann gemeinsam noch etwas chatten können. Und sonst wünsche ich euch einen ganz schönen Abend. Merci Jonas, merci Patrick. Tschüss zusammen. Danke auch. Tschüss zusammen.